Hallo und herzlich willkommen zu einer Aufnahme, oder unserem Let's Play, um genau zu sein, von Dead Space 3, mir und dem Carsten. Yo, hallo Leute. Ja, wir machen das jetzt etwas kurzfristig, also es ist mitten in der Nacht, mittlerweile schon Samstag, heute kommt wirklich die Folge raus. Hoffe ich, wenn alles klappt. Ich hoffe, wir sind nicht zu müde und schlafen während der Folge ein. Hoffe ich auch nicht, es kann sein, dass wir jetzt richtig fett failen. Wir spielen das wirklich blind. Ich habe keine Ahnung, wie das alles geht. Ich gehe jetzt nochmal auf Coop-Kampagne, das wird es ja wohl sein. Und noch kurz zur Erklärung, wir werden das immer so machen. Eine Folge nimmt Yoshi auf und eine Folge nehme ich auf. So dass man immer die Sicht aus zwei verschiedenen, also dass man die Sicht jeweils einmal von Yoshi und einmal von mir hat. Ja, was soll ich jetzt auswählen? Schnelles Spiel, Spiele von Freunden durchsuchen, privates Spiel erstellen. Privates Spiel klingt gut, oder? Ja. Starte ein Coop-Spiel. Okay, dann. Auf was spielen wir denn? Auf normal? Lassie? Auf normal, würde ich sagen. Ja, normal, Standard. Ich meine, ich habe Dead Space noch nie gespielt. Und es heißt Coop und nicht Coop. Ja, Entschuldigung. Coop. Reanimation ein oder aus? Ein, oder? Ja, ein. Kannst du ruhig einmachen. Hier steht das zweimal. Das einmal auf aus und einmal auf an. Ach so, das ist zum Auswählen. Boah. Ich bin brain off, Alter. So. Titel, Prolog, bla bla bla. Freunde einladen. Erste Schritte, bla bla bla. Ja, Origin habe ich noch nicht so lang. Da ist Sesselsofa, das müsst ihr ja. Zum Spiel einladen. Mr. Sesselsofa, bitte. Hast du eine Einladung bekommen? Ja, ich seh's. So, bin drin. Würde ich mal sagen, wir können beginnen, oder? Ja. Go, go, go! Ein Augenblick. So. Zerstückle deine Gegner, um sie schnell zu töten und Munition zu sparen. Kaufmann, das bringt doch nichts. Half und Einer, hier Whiskey 250. Half und Einer, hier Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Verdammt! Dem Wegpunkt folgen? Dem folgen wir seit 3 Stunden und haben 0, nichts gefunden! Ja, okay, da können wir uns steuern. Dem Wegpunkt folgen. Wie folgen wir denn dem Wegpunkt? Ah! Drück und halte B. Ja. Folgen wir dem mal. Ja, wir müssen vielleicht noch erwähnen, wir haben nie zuvor irgendeinen Dead Space Teil gespielt. Wo lang jetzt? Immer noch da? Ich kann mich erinnern, mal die Filme dazu gesehen zu haben. Aber. Filme? Ja, ich meine, dazu gibt's Filme. Wie sind wir eigentlich in diesen Schlamassel reingeraten? Der Doc braucht uns, Sam. Oh, komm schon, Kaufmann. Wir sind keine erfahrenen Soldaten. Du weißt ja nicht mal, wie du dein Gewehr richtig halten sollst. Oh doch, das weiß ich. Alter, ich finde diese Helme voll krass. Generell die Anzüge. Ja, sehen eigentlich voll geil aus. Also, ich muss sagen, eigentlich passt das ja richtig von der Atmosphäre gerade so, ne? Ja. Nur, dass hier kein Schneesturm gerade ist. Kann man auch irgendwie rennen? Ah, okay. Schneesturm vorbei. Oh nein. Bin mir noch nicht.
Oh, da ist wohl etwas abgestürzt. Rennen. Ah, okay, so rennt man. Heilige Scheiße. Meinst du, hier kann man runterspringen? Nein, kann man nicht. Du wolltest es austesten. Hey Doc, wir haben's gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Alter, das sieht ja schon geil aus. Oh ja. Also die Grafik ist top, da kann man echt nicht meckern. Kugeln, super. Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten, bevor wir erfrieren. Vielleicht können wir uns einen Weg hinein schießen. Naja, hast du Kugeln? Ich hab keine. Ah, hier ist aber die ist auch nur eine Kiste. Ah, okay. Wie hebt man das so? Meinst du, wir sollen auf die Tür schießen? Ja. Anscheinend schon. Okay, dann mal rein da, oder? Jo. Oh oh. Alter. Alter, den haben wir die Rübe weggeballert, der läuft einfach weiter. Ich habe einen Weg hineingefunden. Gut. Sie suchen nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Oh Gott, sollte man da wirklich reingehen? Lol, kann ich mal aufhören. Der ist tot. Lol. Ich hab direkt voll wenig Leben, Alter. Lol, der hat mich jetzt schon beinahe abgerissen. Oh, so viel Konzentration, dabei ist es schon so spät, ey. Kann man die Kisten öffnen? Nö, ne? Über hier die Munition. Lol. Da oben ist irgendwas. Großes. Oh, ich will da nicht hoch. Komm, hoch da. Wieso muss ich vorgehen? Hinter uns, Alter, da kommt mit Sicherheit irgendwo welche raus. Aber hier müssen wir erstmal rein. Halten. Was halten? Nee? Ja, du musst auf der anderen Seite. Alter. Mal schön nach hinten gucken. Warte auf, Partner. Bei mir steht aber auch Warte. Ah, so. Nochmal drum. Ein Codex. Ich hab ihn! Tim, wo sind Sie? Hey Doc, ich hänge an einer Felswand, aber ich habe, was immer das ist. Der Code, er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Dino und halten Sie keine Falte an. Ah, man kann auch zur Seite springen. Aber die wissen schneller als ich. Ja, aber ich kann jetzt springen, danke. Ich bin immer gespannt. Dein Partner ist gestorben. Bist du gestorben? Mein Partner ist auch gestorben. Oh. Lol, ich lebe aber. Nein,
Dad, mein Partner ist nochmal gestorben. Was ist das für ein Geräusch? So, ich will einfach nur den Teil rein. Ach, warte, wir müssen irgendwas machen. Dann. So, ja, ach, du musst ihm einfach ausweichen. Zur Seite. Ah, verstehe. Man sind wir doof. Oder ich bin doof. Jetzt liege ich da rum. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Die Unternehmen, denen wir einen. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es! Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Helfen uns, läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Ja, Isaac, das weiß ich ja, ist der Hauptcharakter aus den anderen beiden Spielen. Bist du das?
Ich bin Isaac, ja. Du bist der Typ mit den roten Augen. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Manu, ich will Isaac sein. Okay, ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Irgendwie bist du nicht so sympathisch. Hey, wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon, Norton, Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht, es gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Niemand mehr? Da ist unser Wagen, los jetzt! Ich habe uns gefunden, zum Wagen, los, los! Oh. Hallo, hübsche. Aua. Hier lang. Sie sind hier unten. Isaac, Bewegung. Los, Entdeckung. Oh, oh. Ich würde mal sagen, das war's direkt mit unserer Karte. Oh Gott, so spät, ey. Passt. Ja, ich bin noch da. Oh, den haben wir aber zack Stück. Haben wir jetzt noch unser Logbuch? Ja, müssen wir da. Wow. Das sind Ornithologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Ach so, die Leiter. Ja. Wie ging das nochmal? B. Wie so gut wie alles. Weißt du eigentlich, wie lange wir schon aufnehmen? Nee, hab ich mir gerade auch schon gedacht. Woher wissen wir jetzt, wie lange wir aufnehmen? Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Irgendeine Inside-Prophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Okay, was ist das hier denn? Kann man irgendwie nicht benutzen, oder? Seine Mission kann man noch Tabulator nachgucken. Und Inventar und so. Und sein Inventar. Geht man dann zur Seite? Okay, das weiß ich jetzt irgendwie noch nicht. Ich bin dafür zu doof. Ach, warte, ich glaube, ich weiß wie. Nein, doch nicht. Also kann ich auswählen. Pfeiltasten. Das ist gut, okay. Ja, so. Ich würde mal sagen, die erste Folge machen wir da einfach mal nach Gefühl von der Länge her, oder? Ja. Schau mal hier lang. Ja, öffnen. Mach dir gleich jetzt auf hier. Wart. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Oh oh. Wurde der gerade ein bisschen Zügen da mitgenommen? Oder Autos da? Bisschen Autos. Wow, fahr die schnell, Alter. Unbemannte Transporter, die halten für nichts an. Was ist mit unseren Stasi-Einheiten? Wir können den Verkehr verlangsamen und dann rübergehen. Ziele und Gas. Wow. Oh, man muss ja jetzt so zielen.
Wir wollten ein bisschen Chaos gesorgt. Ups. Ja, das würde ich jetzt auch mal sagen. Ich denke mal, die Leiter. Also, Leitern sind eigentlich hier immer richtig, denke ich jetzt mal. Der Partner braucht Hilfe. Das ist natürlich voll im Stich. Aua. Oh, ich habe ganz schön viele. Zwei, okay, aber. Aua, ich bin ja auch schon ganz schön am Leiden hier. Dir geht's wohl schlimm. Mir geht's wohl, du kannst hier die Kästen noch aufmachen. Wenn ich dir nicht alles daraus wegsnacke. Ah, ich hab mir einfach mal mit Q jetzt ein Medipack gegeben. Wo lang denn? Meine Lieben. Ach ja, weil wir dieses schöne Buch dann. Okay, da lang. Ich glaub, ich muss ja nicht mehr. Ich würde sagen, verschwinden wir am besten ganz schnell. Ja, würde ich auch mal sagen. Was ist das? Kommen Sie! Wir müssen aufs Dach! Nice. Boah, wie das aussieht. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele gebaut und auf zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verprasst. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten, haben sie sabotiert. Ihretwegen sterben wir. Aber fürchtet euch nicht, denn es gibt eine Zukunft. Wie vom Propheten Michael Altman versprochen, hat der schwarze Marker einen Plan für euch alle. Er wird uns aus unserer erbärmlichen Existenz erlösen und wir werden eins sein. Oder wir vereint in Körper und Geist. Unsere Einheit wird verriegelte Tür. Wir werden weiterleben. Nicht als Menschen. Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Aufgaben? Denn ich sag, Jet mit den Markern experimentiert. Wer hält das für Ketzerei? Sie können sich denken, was wir von Ihnen halten. Wenn das Neue beginnt. Wir müssen uns hier, glaube ich, sowieso an Safe Points halten, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich wusste nur, dass es Safe Points gibt. Aua, du bist mir auf den Fuß getreten! Aua, du hast aber einen Raumanzug an. Stimmt, du nicht. Bist der ganz normale Isaac. Ey, verloren, Wer hier lebt noch? Bringt ihn her. Was, du lebst nicht mehr? Das wäre ganz schön scheiße. Null. Isaac Clark. Der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Und da bist du wieder, oder?
Hast du es jetzt überlebt oder bist du ein neuer Typ? wir müssen hier irgendwie weg, würde ich sagen, oder? Drücke Q, um Minipacks zu nutzen. Wow. Ah, ich muss noch einen Angst packen. Bah! Lol, die krabbelt einfach hier drum. Da kommt noch mehr Fischer. Sinnvollste Methode ist, die in den Beinen zu treffen. Ja, ja, ja. Dann platzt dann fallen die so runter. Schieße auf die Gliedmaßen der Gegner um extra. Ah, okay, stand da auch gerade. Ja, ja. Ja, ich denke, wir sind schon ganz schön lange dran, aber die erste Folge würde ich sowieso mal ein bisschen länger machen, oder? Ja, wieso nicht? Wo müssen wir überhaupt hin jetzt? Okay, da lang. Ja, da war noch Muni. Hier ist überall noch Money. Und das Stasi-Zeug. Jetzt haben wir natürlich das erste Spiel nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wo etwas Stasi ist. Kann man ja vielleicht mal einen Kommentar hinterlassen. Mal so ein bisschen informieren. Müssen wir das nicht machen. Hier ist doch eh irgendwie Fies. Wie kommst du? Verarsch mich in das Spiel. Das Spiel kann mich nicht verarschen. Da. Hinter dir. Ah, ich muss nachladen. Schau. Helfen Sie mir hoch. Aua. Ah, du kannst mich wiederbeleben. Töte lieber erstmal das Cliffy. Oh. Es wird immer dunkler. Nice. Okay. Dann konnten wir das auch mal direkt üben. Ja, wie gesagt, es ist schon spät, ne? Ich meine, ich kann sowas sowieso nicht so gut, aber. So schön. So meine Sache. Vielleicht sollte ich auch gerne mal direkt ein Medipack schlucken, weil ich sonst gleich direkt wieder down bin. Ich finde das wohl ein bisschen irritierend, dass man immer erst zielen muss, bevor man schießt. Das irritiert mich jetzt doch irgendwie. Ja, das ist irritierend. Aber manchmal schlage ich verzweifelt die Luft. Müssen wir hier hin? Scheint so. Ah, ehrlich jetzt, mir gefällt das Spiel jetzt schon wahnsinnig. Oh ja. Das sieht krass aus. Die Handlung ist geil, das Gameplay ist geil. Lennig hat das Rettungsteam umgebracht. Scheiße, ich komme mit der Eudora rein. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Was ist mit den Zügen an der Washington Station? Wir können mit einem rausfahren. Und wie sollen wir das machen? Finden Sie es raus, wir sehen uns dann bei den Schienen. Ja, aber so langsam könnt ihr das Spiel schon mal speichern. Oder kann man das im Menü machen? Oder erstmal machen wir die Gegner dann und dann können wir das. Ja. Ich kann doch bestimmt mit R nachladen, oder? Ja, komm, kannst du. Okay, dann kann ich nur 10 Muni mal bei mir tragen. Oder ich habe keine Muni mehr. Was ist das hier denn jetzt? Das kannst du gucken, wenn du die Waffe wechselst, wie viel Muni du hast. Also einfach Mausrad. Ach, ich habe mehrere Waffen? Ja, zwei. Okay, die kann ich noch. Einmal so eine Art Maschinengewehr und einmal so eine Art Sportflinte. Ja, mein anderes ist so ein Plasma-Cutter. Schönes Ding. Okay, wo lang? Hier lang wahrscheinlich, ne? Ja, die Tür. Oh. Das ist ein Souvenirshop. Die kann niemals gut sein. Ah, von denen habe ich so viele gesehen. Lol. What the fuck? Oh, was stimmt mit dem Lol. Erstmal verprügeln oder was? Wetten gleich greifen uns das an oder so. Die Geschwindigkeit ist scheiße! Brüder und Schwestern, das
Was ist eine Spasti, der uns eben umbringen wollte, der ist nicht mal gar nicht so nett, ne? Och, ich hasse diese Fabelbücher. Lol. Lol, wie schnell du bist. Lol. Ich werd grad zerfleischt von einem. Oh, er hat mir den Kopf abgerissen. Ja, scheiße, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, von den Viechern halte ich mich besser fern. Hat man keine Granaten oder so? Lass mal hier hinten bleiben. Die kann man bestimmt aber auch direkt vom Zaun runterschießen. Da oben. Lol, wie schnell. Nee, hier ist nichts mehr. Also vor den einen Dingern müssen wir uns echt in Acht nehmen. Stase macht doch irgendwas langsamer oder so, ne? Ja, ich glaub schon. Stimmt, das nicht gegen. Wow! Wie ich alles am Failen bin, ey, ist wirklich schon zu spät. Hier ist mal ordentlich gegen den Boden geschossen. Sind wir an der U-Bahn? Also Matsche machen kann man hier ganz gut. Oh ja. Ich bin mir nicht sicher, wann die Dinger tot sind, ey. Lieber nochmal drauf stehen, ne? Ja. Ich würde sagen, am nächsten Safe Point machen wir mal. Nächste Folge. Oh ja. Aber wann ist denn noch ein Safe Point? Ah, wird hier gespeichert. Wo zum Henker sind die Züge? Keine Ahnung. Moment. Los, helfen Sie mir mal. Was? Warum? Das ist ein Zugdepot. Wir können einen der Ersatzzüge reparieren. Suchen Sie die Zugmaschine. Oh Mann, wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, hier ist unsere erste Folge beendet. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine. Also erstmal super, klasse Eindruck von dem Spiel. So, da kann ja. Mir fehlen die Worte. Vielleicht auch, weil es so spät ist. Ja, das kommt noch erschwerend dazu. Also das Spiel ist auf jeden Fall mega geil. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig auf die nächste Folge. Ja, und dann würde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bei Dead Space. Ciao. Mit mir und dem Carsten.